Carbonara! En una Coca-Cola! Coca-Cola gibt's nicht, aber heute gibt's Carbonara aus dem TM6. Und ich fange mal an. Nee, ich bin viel zu weit. Ich schreibe schon, warte mal. Weg, 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 weg. Jetzt haben wir es. Also Carbonara, Kochvorgang starte. Parmesan und Pecorino. Habe ich nicht gekriegt. Im Moment ist während der Corona-Phase alles ein bisschen schwerer zu kriegen. Wir nehmen also dann statt dem Pecorino auch noch den Parmesan. Wir nehmen statt Pecorino nur noch Parmesan. Und zwar insgesamt 90 Gramm, kann aber ein bisschen mehr sein. Schön in Stücke da neu. So, Deckel drauf. So, 10 Sekunden auf Stufe 10. Jetzt geht's rund. Schwierigkeiten funktioniert es immer. So, jetzt den zerkleinerten Käse. Jetzt schaut mal hier, wie lange ihr gerippe hättet, wenn ihr das mit der Hand hättet reiben müssen. Ist das der Wahnsinn. Wahnsinn, oder? 10 Sekunden und schon ist der Parmesan. Aber wir hatten doch mal Pecorino. Ja, aber den haben wir gefräsen, Schatz. Ach so. Ja, ich meine, bei mir wird die Fleischwurst nicht alt, bei dir wird der Käse nicht alt. Das ist, ist hier halt. Sodele! Jetzt, Delle, da steht jetzt eine Schalotte. Die lassen wir weg. Keine Carbonara in Italien hat Zwiebel oder Schalotte drin. Das lassen wir dann mal durchgehen. Aber, gut, die hätten wir jetzt zerkleinert, haben wir nicht. Jetzt kommt's, Schinkenwürfel. Ja? Den Schinken, der eigentlich reingehört, der Cello Giuliano oder wie der heißt, gab es leider auch nicht. Also, schöne Schinkenwürfel. Kann man auch mal einen deutschen Schwarzwälder nehmen. Zack, bumm, Rinde mit. So, 20 Gramm naives Olivenöl. Bisschen mehr. Sodle. Jetzt wird das Ganze 5 Minuten schön heiß gemacht. Auf Stufe 1, ohne 20 Grad. Und bis dahin... Carsten? Zum Stößchen. Die Abendberaterin. Okay. Oh, guck mal. So. Jetzt packen wir das mal gleich hier zu den schon vorbereiteten Spaghetti dazu. So. Ja, rein damit. Die sind nämlich noch warm. Jetzt mischen wir das mal ein bisschen. So. Deckelchen drauf. Jetzt geht's weiter. Hier werden jetzt eigentlich die Nudeln auch gekocht, aber das haben wir vorher schon gemacht. Sodle. Spaghetti zugeben, fertig, Spaghetti fertig, brauchen wir nicht. So, jetzt 3 Eier und ein Eigelb. Also wir brauchen mehr Eigelb als Eiweiß drin ist, deswegen haben wir 3 Eier und ein Eigelb jetzt in den Mixtopf. Den zerkleinerten Käse dazu. Ein Viertelchen Teelöffel Salz. Zwei Prise Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer. Ach komm, da geht noch was. Kommt da eh nichts raus aus dem Ding. Hast du Stopp? Ja, ja. Gut. Ich habe noch nicht Stopp gesagt. Ist egal. So. Ruff. Jetzt auf Stufe 4. Wird das verbröselt. Ich mache hier schon mal auf. Mmh. Ach ja, übrigens. Den Pecorino haben wir gefunden. Wir hatten doch noch einen Kühlschrank. Da ist er. Also.
Jetzt das Ganze schön runter mit, drauf damit, neu damit. So. Und wenn alles noch schön heiß ist, dann stockt das Ei und es ist super lecker. Es ist alles noch heiß und es ist alles noch warm. So wie du. Genau. Und du weißt ja, Schatz, ich darf es zwar nicht sagen, aber ich sag's jetzt. Was sag ich mir? Es muss ja auch. Es muss doch auch schmecken. So, Kinders. Und hier sind sie. Da neu mit der Kamera. Spaghetti Carbonara. Wir lassen uns schmecken und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.